Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema: Klimaschutz nur mit der Justiz. Also muss die Justiz das Klima retten? Dazu sprechen wir mit einer Juristin aus Hamburg, Frau Roda Verheyen. Sie ist Richterin am Verfassungsgericht in Hamburg. Zuvor aber war sie beim Bundesverfassungsgericht dabei, als das spektakuläre Urteil zum Klimaschutz Ende April war das, glaube ich, erstritten wurde. Dieses bahnbrechende Urteil, Frau Verheyen aus Karlsruhe, hat den Gesetzgeber verpflichtet, die Zukunft der Jüngeren weit mehr als bisher zu beachten und deren Freiheit zu sichern. Daraufhin hat die Bundesregierung ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen. Beschlossen, dass nicht erst 2050 Deutschland klimaneutral sein wird, sondern bereits 2045. Frau Verheyen, ist das wirklich der große Fortschritt, den Karlsruhe eigentlich bringen sollte? Nein, aus meiner Sicht ganz eindeutig nein. Was dieses wirklich historische Urteil bzw. Entscheidung aus Karlsruhe eigentlich hätte anregen müssen, ist eine ernsthafte Diskussion über generationengerechten Klimaschutz in Deutschland. Also was nehmen wir uns noch heraus an Emissionen in den nächsten Jahren und unter welchen Bedingungen tun wir das? Eine solche Debatte hat überhaupt nicht stattgefunden, sondern es wurde ganz schnell die Schublade aufgemacht, neue Zahlen rausgeholt, ja, und die ins Gesetz gegossen. Aus meiner Sicht ist das aber gar nicht das schlimmste Problem. Das schlimmste Problem ist, dass wir jetzt da ganz viele Zahlen auf dem Papier haben und im Prinzip ganz wenig Umsetzung. Wir haben mindestens 20 Jahre verloren. Das ist so, ich glaube, unbestreitbar in allen Sektoren. Und es muss jetzt ganz, ganz schnell was passieren, damit die Anforderungen, die das Gericht gestellt hat an den Gesetzgeber, nämlich dass eben wirksamer Umweltschutz nicht nur im Klimaschutzgesetz steht, sondern auch umgesetzt wird. Das wird ja immer gern vergessen. Es geht ja auch um die Umsetzung, damit dem eben entsprochen werden kann. 20 Jahre, sagen Sie, haben wir verschlafen. Ich denke, wir haben bald 30 Jahre verschlafen. Ich erinnere mich, dass wir in der ARD Anfang der 90er zusammen mit Hermann Scheer, die aufgezeigt haben, dass Deutschland, wenn es richtig gemacht wird, bis 2035 komplett erneuerbar sein könnte. Jetzt sagen im Wahlkampf alle Politiker querbeet durch alle Parteien, aber Klimaschutz natürlich das große Thema in der nächsten Legislatur. Glauben Sie diesen schönen Worten oder muss da mehr konkret und praktisch passieren? Ja, wir haben seit 1997 ja ganz klares Völkerrecht gehabt und es hätte genügend Anlass und auch Möglichkeit bestanden, tatsächlich Klimaschutz zu betreiben. Seit dem Kyoto-Protokoll spätestens war es klar. Wir hatten dann immer weiter wissenschaftliche Erkenntnisse. Nach jedem IPCC-Bericht wurde es immer schlimmer. Und de facto hat Frau Merkel den Klimaschutz einfach nicht ernst genommen. Nicht ernst genommen genug, sowohl global als auch hier in Deutschland. Und mit dem Problem stehen wir jetzt da. Und mit dem Problem stand ja auch das Verfassungsgericht da. Denn es ging da ja um nicht weniger als wirklich eine sehr ungewöhnliche Verfassungsbeschwerde. Die musste entschieden werden vor dem Hintergrund dieser überwältigenden Klimawissenschaft. Und die eigentliche Herausforderung kommt jetzt, nämlich die praktische Umsetzung. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und ich sehe hier im Wahlkampf im Moment wirklich nur sehr, sehr wenig Antworten bei den großen Parteien darauf. Und das macht mir ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Das ist ja etwas eigenartig, dass erst ein solches Urteil kommen muss, bis die Politik wenigstens formal und nach außen aufmacht. Normalerweise heißt Politik, das machen die Politiker und die Politikerinnen. Wieso muss denn die Justiz überhaupt da Nachhilfe leisten? Und was bewirkt das denn praktisch? Ist die Politik wirklich komplett verpflichtet, das umzusetzen, was in diesem in der Tat bahnbrechenden Urteil aus Karlsruhe gesagt wurde? Oder können die weiterhin just for show machen? Nein, die sind verpflichtet, das umzusetzen. Und es gibt ja auch beim Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, eine Vollzugsaufforderung sozusagen dann nochmal einzureichen, wenn das denn nicht der Fall wäre. Man muss aber eben auch die Grenzen dieser Entscheidung sehen, dieser Entscheidung. Ja, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja die Intention ganz, ganz deutlich gemacht. Der eigentliche Verstoß lag ja nach dem Bundesverfassungsgericht dann aber eben nur darin, dass nach 2030 keine Klimaziele im Bundesklimaschutzgesetz standen. Aber natürlich ist die Entscheidung viel, viel mehr. Und
Ich denke mal, es ist jetzt allen klar geworden durch diese Entscheidung, dass die Zeit des Abwartens vorbei ist. Aber wie konkret und wie schnell wir jetzt agieren, das ist wiederum jetzt Politik. Und da sind wir in den nächsten 10 Jahren wirklich auf dem Prüfstand. Denn auch das steht in der Entscheidung. Die nächsten 10 Jahre sind entscheidend dafür, ob Deutschland überhaupt noch ein vertretbares CO2-Budget einhalten kann oder nicht. Und was passiert, wenn wir es nicht einhalten? Das steht auch in der Entscheidung. Nämlich dann sind Freiheitsrechte meiner Kinder jedenfalls ganz erheblich wahrscheinlich eingeschränkt. Und das ist grundrechtswidrig, eine Menschenrechtsverletzung. Also das Verfassungsgerichtsurteil hat immerhin gezeigt, dass die Justiz der Politik beide machen kann. Aber die Justiz kann die Politik wohl nicht ersetzen. Sehe ich das richtig? Richtig. Ja, genau. Das ist ja auch Gegenstand der viel beschriebenen Gewaltenteilung. Und das soll ja auch so sein. Keiner will hier in Deutschland eine Gerichtsmonarchie einführen oder so etwas, was mir alles so vorgeworfen wurde in den letzten Jahren. Ist ja wirklich interessant. Sondern es geht wirklich darum, dass die Politik Leitplanken bekommt aus Karlsruhe. Dazu ist Karlsruhe da, genau wie alle anderen Gerichte auch dazu da sind, bestimmte Leitplanken zum Beispiel der Exekutive zu setzen, wenn man jetzt die verwaltungsgerichtlichen Verfahren nimmt. Und dieser Aufforderung ist das Verfassungsgericht nachgekommen. Ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung liegt nicht vor. Im Gegenteil, es ist eine Aufforderung, eine ganz ernsthafte und dringende Aufforderung an den Gesetzgeber enthalten auf diesen Seiten aus Karlsruhe. Und wenn der Gesetzgeber sich dem jetzt nicht beugt und tatsächlich Klimaschutz betreibt und nicht nur Fensterpolitik, dann wird das Verfassungsgericht irgendwann wieder befasst werden. Und ich hoffe, dass das nicht notwendig wird, weil irgendwann muss man sich ja fragen, was benötigt der Gesetzgeber noch an Rahmenbedingungen und an Leitplanken? Das steht ja alles drin, Urteil. Wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir aber trotzdem mit weiteren Klagen rechnen. Sehe ich das richtig und sehen Sie das auch so? Also zunächst einmal sind wir hier in Deutschland ja nicht die Einzigen. Es laufen auf der Welt viele 100 Klimaklagen aus genau denselben Gründen wie hier, nämlich weil Regierungen den Klimaschutz nicht ernst genug genommen haben in den letzten 20, 30 Jahren, je nachdem, wo man anfängt zu zählen. Ganz viele davon auch noch hier in Europa. Wir haben mehrere Klagen zum Beispiel in Straßburg beim Europäischen Menschengerichtshof liegen, die auch Einfluss haben können auf den Vertragsstaat Deutschland im Übrigen. Wir haben in ganz vielen Staaten in der EU, außerhalb der EU, Klimaklagen auf mehr Klimaschutz. Und wir haben vor allem im Moment eine Tendenz, dass eben Klimaklagen auch verstärkt gegen private, große Akteure erhoben und gewonnen werden, wie eben jetzt gerade im Mai in den Niederlanden gegen Shell. Da ging es ja um nichts anderes. Es ging darum, du Shell bist ein großer Konzern, du bestimmst letztlich die Erfolge der Klimapolitik de facto mit. Und deswegen hast du selber Verantwortung, Reduktionsverantwortung. Und das hat eben das Bezirksgericht in Den Haag entsprechend ausgeurteilt. Ich gehe davon aus, dass wenn die Politik, wie gesagt, in Deutschland und woanders nicht rasch handelt, dass dann natürlich auch weiter in Deutschland vielleicht, aber auch vor allem anderswo, natürlich der Gerichtsweg weiter beschritten wird. Klimaschutz ist Menschenrecht. Und denen sozusagen geltend zu machen. Dafür sind die Gerichte da weltweit. Wir können uns nicht vom Menschenrechtsschutz verabschieden, um irgendwelchen Befindlichkeiten, aus meiner Sicht vor allem Bestandsschutzbefindlichkeiten, irgendwie gerecht zu werden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nur noch so wenig Zeit. Es gibt wirklich genug zu tun. Ich hoffe, wir brauchen keine Klagen mehr. Was ist denn zu erwarten von den Gerichten auf europäischer Ebene? Also die EU-Gerichte meinen Sie da wahrscheinlich, den Europäischen Gerichtshof und das Gericht der ersten Instanz, also jetzt inzwischen das Europäische Gericht, die haben eine entsprechende Klimaklage abgewiesen, die ich erhoben hatte 2018, und zwar aus rein formalen Gründen, letztlich mit dem Argument, wenn alle betroffen sind, dann darf keiner klagen. Das ist eine sehr traurige Entscheidung gewesen. Der Europäische Gerichtshof hat auch in der Berufungsinstanz das nicht abgeändert, sodass man zunächst mal konstatieren muss, dass gegen unzureichenden Klimaschutz auf EU-Ebene kein Rechtsmittel da ist, auch nicht für den Menschenrechtsschutz. Das ist aus meiner Sicht ein Problem der EU-Governance. Das muss behoben werden. Wir haben allerdings natürlich in ganz vielen europäischen Ländern inzwischen Urteile, wie hier in Deutschland, also Frankreich, Belgien, Niederlande, woraus man schon sehen kann, natürlich gibt es eine menschenrechtliche Verpflichtung, den Klimaschutz ernst zu nehmen. Und wir werden mal sehen, wie jetzt auf EU-Ebene
der Green Deal tatsächlich ausgestaltet wird. Es gibt ja jetzt das große Paket Fit for 55, da sind gute Ansätze, aber natürlich geht es jetzt vor allem auch um die, ums Kleingedruckte. Wenn ich es richtig sehe, war das Urteil in Den Haag gegen Shell das erste Mal, dass ein Großkonzern verklagt worden ist, mehr für den Klimaschutz zu tun. Glauben Sie, dass Shell das umsetzen wird? Besteht darin überhaupt eine Chance? Muss sich Shell daran halten? Ja, also nach meinen Informationen ist die Berufung noch nicht erhoben oder wenn, dann in den letzten Tagen. Wenn Shell nicht in die Berufung geht, müssen sie sich sowieso daran halten. Auch in den Niederlanden sind ja ein Rechtsstaat, wo solche Urteile vollziehbar sind und vollzogen werden. Wenn die Berufungsinstanz beschritten wird, dann bleibt natürlich abzuwarten, was dann das nächsthöhere Gericht entscheidet. Das ist ja auch eben Bestandteil des Rechtsstaats. Man muss nicht die erstinstanzliche Entscheidung akzeptieren. Aber viel wichtiger ist doch, was hat Shell in den Tagen nach der Entscheidung gesagt? Die haben gesagt, naja, wir wollen das sowieso irgendwie machen. Ja, wir wollen das sowieso tun. Die Frage ist nur eine der Geschwindigkeit. Und insofern denke ich, dass dieses Urteil unabhängig vom Ausgang im Berufungsverfahren eine ganz wichtige Signalwirkung hat an alle Unternehmen, die in ähnlicher Weise eben bestimmend sind für das Emissionsverhalten auf der Erde. Aufsehenerregend fand ich auch das Urteil in Australien, wo einige Teenager ihre eigene Umweltministerin für mehr Umweltschutz verklagt haben. Wie schätzen Sie dieses australische Urteil ein? Ja, das ist ganz besonders wichtig. Wir haben zwar in Australien auf der Ebene von Vorhaben, also Bergwerk, Minen, Straßen, schon einige sehr fortschrittliche Entscheidungen gesehen. Aber jetzt diese Entscheidung ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Und wir haben vor allem ja auch in Australien wie auch in den USA immer noch eine gehörige Portion von Klimaskeptik, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung und damit natürlich auch bei den Gerichten. Und das ist jetzt, glaube ich, Geschichte und Vergangenheit. Deswegen war diese Entscheidung hier ganz wichtig. Ganz, ganz ähnliche Klagen sind im Übrigen auch anhängig in Indien und in Südkorea, Polen. Also wir haben, glaube ich, eher Rückenwind, ganz ehrlich. Das war nicht immer so natürlich. Aber es zeigt vor allem, dass die Notwendigkeit zu handeln einfach für die Gerichte jetzt langsam so klar und absolut unleugnenbar ist. Wie kriegen wir denn mehr Klimaschutz in China hin? Dort gibt es ja keine unabhängigen Gerichte, die der Regierung Vorschriften machen könnte. Ja. Also die Regierung in China sitzt weiterhin, obwohl sie beim Wind- und beim Solarausbau ziemlich vorne sind, aber setzt weiterhin im großen Stil auf die alte Kohlekraft. Also das Bild in China ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hinguckt. Also schaut man zum Beispiel auf die Elektromobilität, dann muss man sagen, China ist ganz vorne mit dabei. Ja. Wir haben dort unterschiedliche Signale im Moment. Natürlich ist das kein Rechtsstaat in dem Sinne, wie ich ihn hier habe, in Deutschland. Aber dennoch glaube ich, dass die Signale, die aus der westlichen Welt kommen, auch aus den USA im Übrigen, wo im Moment Einigungsverhandlungen laufen zwischen den Klimaklägerinnen und der Biden-Administration, das wird eine Auswirkung haben auch auf die Politiken, die China im Klimasinne annimmt. Wir werden ja sehen, was jetzt auch in Glasgow bei der nächsten Klimakonferenz als neue Verpflichtung eingereicht wird. Ich denke, das ist letztlich ein Strom, an den sich dann China auch anpassen wird, auch vor allem, um eben im Hinblick auf Technologieentwicklung nicht abgehängt zu werden. Das ist ja der chinesischen Führung wichtig, zu Recht. Und wie gesagt, also die Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich spreche, über das, was wir so an Szenarien zu erwarten haben, die sind da in keiner Weise hoffnungslos, was gerade den chinesischen Markt angeht. Die Chinesen haben ja in diesem Jahr zum ersten Mal eine konkrete Zahl genannt für die Klimaneutralität, aber leider erst 2060. Wir wissen alle, damit kann ich nicht das Paris-Ziel 1,5 Grad oder höchstens 2 Grad erreichen. Was muss denn passieren, damit auch China in Glasgow früher als 2060 auszusteigen bereit ist? Naja, wahrscheinlich leider genau das, was hier in Deutschland oder auch anderswo passiert, nämlich extreme Wetterereignisse, die klar attribuierbar sind. Denn die Schäden, und das ist ja eigentlich seit dem Report von Nicholas Stern 1997 eindeutig, die Schäden und Kosten der Folgen des Klimawandels werden
die Kosten der technologischen Transformation sowas von übersteigen, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also das sind Zahlengebilde, die wirklich unvorstellbar sind, wenn man schaut in die neueren Prognosen. Und ich denke, dass das letztlich das überzeugende Argument sein wird, auch für die chinesische Führung. Aber ich bin wirklich alles andere als ein China-Experte. Deswegen kann ich dann sozusagen nur auf so einer Vogelperspektive überhaupt antworten. Es ist ja ziemlich traurig, dass wir uns Homo sapiens nennen. Aber erst wie ein Homo Dummkopf große Katastrophen brauchen, um aufzuwachen. Lernen wir als Menschen, jetzt frage ich mal die Juristin, ist das Ihre Erfahrung, dass wir als Menschen erst durch große Katastrophen lernfähig werden? Nicht durchgängig. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen in Europa beim technischen Umweltrecht, also ne, bei allem, was sozusagen Grenzwerte angeht, bei dem, was wir in Wasserschutzbereichen investieren an Regeln, dass wir da auch ohne große Katastrophen in die richtige Richtung eigentlich gehen wollen. Aber der Klebstoff des Bestands und der bestehenden Strukturen, gerade auch in der Industrie, der ist so stark, dass offensichtlich die Kräfte, die das gerne möchten, sich nicht durchsetzen. Und das ist eher ja, eine Tragödie nicht der The Commons, sondern eine Tragödie des rationalen Homo sapiens. Denn wie Sie gerade gesagt haben, wir zerstören uns letztlich auf eigene Kosten selber. Das ist in keiner Weise logisch oder vermittelbar. Was mich am meisten überrascht hat in den letzten Jahrzehnten, ist der technologische Fortschritt bei Solar- und Windenergie zum Beispiel. Und infolgedessen die dramatisch fallenden Preise für die Erzeugung der erneuerbaren Energien. Wenigstens dieses ökonomische Argument müsste doch der Wirtschaft und der Politik, wo es primär immer um Geld, Geld, Geld geht, einleuchten. Weltweit sind wir heute so weit, nicht zuletzt durch deutsche Forschung und durch deutsche Solarforschung, dass Sonne und Wind die preiswertesten Energieträger sind. Haben Sie Hoffnung, dass durch diesen ökonomischen Fortschritt vielleicht wir doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen? Ja, das ist ja nicht nur eine Hoffnung, sondern das steht ja jetzt tatsächlich auch schon in den Urteilen drin, die wir so sehen. Also zum Beispiel jetzt wieder dem Shell-Urteil aus den Niederlanden, da steht ganz klar drin, es gibt überhaupt keine Begründung mehr für die Investition in fossile Energieträger. Das hat das Gericht so geschrieben und entsprechend ist das auch übertragbar auf alles, was wir hier an Zuwendung oder eben Subventionen sehen in dem Bereich der fossilen Energieträger. Das ist nicht mehr begründbar und da stoßen wir an eine Grenze hier in Deutschland zum Beispiel im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit von Subventionen, wo kein Kläger, da kein Richter. Und das gilt insbesondere auch für die gesamten europäischen Länder, die ja in den letzten 10 Jahren und 20 Jahren und immer noch in ganz, ganz großem Maßstab die fossilen Energieträger subventionieren. Wenn ich im deutschen Wahlkampf jetzt den Politikern zuhöre, wie beim Triell bei RTL, dann höre ich von den beiden Männern noch immer das Argument, ja, wir haben mal beschlossen, 2038 aus der Kohle auszusteigen. Also diese lustigen Vögel haben doch überhaupt nicht begriffen, um was es wirklich geht, um die Überlebensfrage der Menschheit. Ist das auch Ihr Eindruck? Und war das im Hinterkopf die Überlegung der Richter in Karlsruhe zu sagen, jetzt aber voran beim Klimaschutz? Ja, aber auf beide Fragen ja. Es ist für mich unbegreiflich, wie man vor dem Hintergrund dieser Entscheidung aus Karlsruhe davon ausgehen kann, dass wir bis 2038 noch Kohle verbrennen in Deutschland. Das ist rechnerisch nicht machbar und auch in keiner Weise aus meiner Sicht angemessen. Denn man muss ja auch immer gucken, das Bundesverfassungsgericht hat ganz klar gesagt, jeder Sektor, jeder Verursacher muss beitragen zur Transformation und zu den Reduktionszielen. Und natürlich muss das auch der Sektor tun, der in so großem Maße eben zum Emissionsgeschehen beiträgt. Das ist nun mal die Kohle in Deutschland. Mir fehlen da ehrlich gesagt die Worte. Aber bei Armin Laschet überrascht es einen nicht, denn Armin Laschet ist ja derjenige, der ganz klar dazu beigetragen hat, dass die entsprechenden Sicherungsklauseln im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz oder Kohleausstiegsgesetz drinstehen für Garzweiler. Bei Olaf Scholz überrascht es mich etwas, denn eigentlich müsste er besser beraten sein.
Sind Sie zufrieden mit dem, was die Grünen vorschlagen im Wahlkampf in Sachen Klimaschutz? Wird das reichen, das Karlsruhe-Urteil wirklich ernstnehmend umzusetzen? Also es ist auf jeden Fall das Konkreteste und auch im Ansatz richtig. Ich glaube allerdings auch, dass im grünen Wahlprogramm noch ganz, ganz viel nicht steht, was eigentlich zu tun ist im Recht und in der Regulierung, und zwar relativ rasch. Da stehen viele wichtige Dinge drin, die sind absolut auch aus meiner Sicht erforderlich. Also Flächensicherung für Windkraft an Land, Vereinfachung von Regimen für Solar auf Dächern. Aber ich glaube, der Umfang der notwendigen Änderung, der wird da manchmal noch ein bisschen verkannt. Und vor allem ist natürlich die Frage, was genau ist der vorgeschlagene Treibhausgasneutralitätscheck? Da steht bisher aus Praktikersicht ja noch nicht so richtig viel auf dem Papier. Aber dafür gibt es dann ja die Regierungs- oder eben Koalitionsvereinbarung und die Verantwortung, entsprechend diese Dinge auch umzusetzen. Denn eins ist ganz klar, wir können da nicht 4 Jahre warten, ne? Wenn jetzt die EU sagt 2050, dann wissen alle, die Klimawissenschaftler sagen es immer wieder, 2050 ist zu spät. Dann hat Deutschland gesagt, machen wir das 2045, ohne konkret zu werden, wie Sie vorhin gesagt haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht das entscheidende Jahr oder Datum für die Klimaneutralität? Ja, das ist tatsächlich ganz schwer auszusprechen. Ich würde es lieber andersrum sagen. Wir sind auch juristisch tatsächlich jetzt in einer Phase, wo wir uns ganz ehrlich machen müssen, wie man so schön sagt, uns in die Augen schauen und sagen, egal welches Ziel, egal welche Eintrittswahrscheinlichkeit, wir müssen auch neben Reduktionen senken, aufbauen und schützen. Das ist die einzige Entscheidung, die jetzt im Kontext der Novelle des Bundesklimaschutzgesetzes getroffen wurde, die ich gut finde, wo man wirklich sagt, wir brauchen Senkenschutz, wir müssen Böden, Moore, Wälder schützen und aufbauen, denn jedes Szenario, was wir im Moment so benutzen, auch die Szenarien, die das Bundesverfassungsgericht benutzt hat, hat in unterschiedlich großem Maßstab negative Emissionen drin. CDR, ja, Carbon Capture, also wie auch immer man es nennt, aber jedenfalls nur durch Reduktionen werden wir keins dieser Ziele erreichen. Und das bedeutet, das ist eben auch Bestandteil dessen, was ich vorhin sagte, was ist denn die generationengerechte Ausnutzung von Budgets, wie soll es denn hier eigentlich sein, ja, wer redet denn über Waldschutz, über Flächenschutz, über Moorschutz wirklich? Das ist noch nicht die breite Masse. Und das ist eins von den Problemen, was ich dabei sehe. Es kommt vielleicht möglicherweise auf 2030 oder 35 oder 40 nur im übertragenen Sinne an, nämlich im Paket. Und das ist ganz wichtig, neben so Dingen wie Technologietransfer in andere Länder im globalen Maßstab, weil wir ja eben hier in Deutschland nur einen relativ geringen Anteil der weltweiten Emissionen direkt steuern können. Hinter dem Thema Klimaschutz steht natürlich das ganz große Thema, Sie haben das schon angesprochen, Klimagerechtigkeit. Und aus Gründen der Klimagerechtigkeit sagt das Karlsruher Urteil natürlich, wir müssen mehr für die künftigen Generationen tun, damit die noch in Freiheit und Menschenwürde leben können. Aber das ist ja mehr als ein innerdeutsches Thema, ein Generationenthema. Das ist ja auch ein Thema von der Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd, zwischen armen und reichen Ländern. Ich meine, die Ärmsten dieser Welt, Afrikaner, haben am wenigsten zur Klimakatastrophe beigetragen und sind am ehesten davon betroffen. Nicht zufällig geht die UNO davon aus, dass wir mit hunderten Millionen Klimaflüchtlingen rechnen müssen, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist ein Aspekt, der in der gesamten deutschen Diskussion, wenn ich es richtig sehe, auch in diesem Wahlkampf, ein großes Thema der Klimagerechtigkeit einfach viel zu kurz kommt. Sehen Sie das ähnlich? Ja, das fehlt. Das ist, glaube ich, auch eine Einschätzungsfrage. Möchte man solche komplizierten Themen, die gegebenenfalls mit großen Finanztransfers zu tun haben, möchte man die in diesem Wahlkampf auch noch aufs Tapet bringen? Aber Sie haben aus meiner Sicht völlig recht. Allerdings gibt es im Moment eine Tendenz, die mir so ein bisschen Hoffnung macht. Denn die Staaten, die jetzt gleich, sag mal, in die technologische
erneuerbaren Welt eintauchen oder in die Mobilitätswende viel schneller gehen, als wir das hier vielleicht tun, die haben einen großen, großen Vorteil. Und diesen wirtschaftlichen Vorteil jetzt und in Zukunft zu nutzen, ich glaube, es gibt einige Regierungen in Schwellenländern und auch in Entwicklungsländern, die das jetzt begreifen. Was wir allerdings immer noch nicht haben, obwohl es seit 1992 in der Klimarahmenkonvention steht, ist ein ordentliches Regime für Technologietransfer, für Klimaschutztechnologien und für Anpassungstechnologien. Beides gibt es nicht und es gibt im Übrigen natürlich auch immer noch ein völlig unzureichendes Regime für die finanziellen Transfers unter der Klimarahmenkonvention und dem Paris-Abkommen, sowohl für Anpassung als auch für Klimaschutzmaßnahmen. Das ist ein ewiges Thema der Klimadiplomatie und darf nicht vergessen werden, eben genau weil, wie Sie sagen, wir hier nur einen kleinen Anteil der Emissionen eigentlich kontrollieren und dafür aber einen riesengroßen Anteil der Verantwortung tragen. Letzte Woche hat ein Gutachten der UNICEF, der Kinderschutzorganisation der Vereinten Nationen, eine Studie publiziert, die mich nicht mehr loslässt. Die haben gesagt, 1 Milliarde Kinder sind entweder vom Tod oder durch schlimme Krankheiten betroffen von der Klimakatastrophe. Das muss man sich mal wirklich vergegenwärtigen. 1 Milliarde Kinder. Und ich habe mir das mal näher angeschaut. In dieser Studie heißt es, jedes zweite Kind auf der Welt wird von den Folgen der Klimakrise betroffen sein. Konkret heißt das, erstens, knapp 600 Millionen Kinder von Überschwemmungen. Zweitens, weltweit 400 Millionen Kinder von Wirbelstürmen. Drittens, 600 Millionen Kinder erwartet ein Risiko, dass sie sich mit Krankheiten identifizieren, die infolge der Erderwärmung häufiger werden, wie zum Beispiel Malaria. Oder fünftens, 820 Millionen Kinder sind stark betroffen von Hitzewellen. Sechstens, 920 Millionen Kindern droht Wasserknappheit. Also insgesamt über 1 Milliarde Kinder. Das müsste doch nicht nur den Wissenschaftlern oder Juristen, sondern auch die Politik umtreiben. Ich habe aber nicht den Eindruck, wenn ich im Wahlkampf den deutschen Wahlkampf betrachte, dass das die Politik wirklich umtreibt. Geht es Ihnen ähnlich? Den Eindruck habe ich auch nicht. Es treibt allerdings schon Gerichte weltweit um. Und vielleicht gehen wir dann zurück auf die Frage, die Sie am Anfang gestellt haben. Vielleicht braucht es an dieser Stelle auch mal eine ordentliche Entscheidung eines Gremiums, nämlich des Streitschlichtungsgremiums der Kinderrechtskonvention. Dort liegt auch seit 1,5 Jahren eine Beschwerde. Rund um Greta Thunberg haben sich Kinder aus wirklich vielen, vielen Ländern zusammengetan und dort eine Beschwerdeschrift anhängig gemacht, die letztlich genau dasselbe sagt, wie wir mit unserer Verfassungsbeschwerde gesagt haben, nämlich, dass Kinder nicht mehr in Würde ihr Leben leben können, wenn nicht die heutigen Generationen umsteuern und ganz schnell vor allem die Energieversorgung transformieren. Dort ist auch Deutschland Beschwerdegegner bei dem Verfahren und man muss sagen, dass es vielleicht noch weiterer solcher Entscheidungen bedarf, damit die Tragweite dessen, was wir hier eigentlich heute tun, wirklich einem bewusst wird. Ich persönlich verstehe das nicht, denn die Wissenschaft hat sich eigentlich nur in ihrer Konkretion verändert. Das, was wir im Moment sehen und das, was Sie gerade vorgelesen haben, das wissen wir im Grunde seit dem allerersten IPCC-Bericht von 1990. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann fragt man sich wirklich, wie konnte das überhaupt passieren? Kann und muss die Justiz schließlich mehr tun zum Schutz der Kinder als die Politik? Ist das denkbar? Nein, das Bundesverfassungsgericht hat ganz deutlich gemacht, die Staatszielbestimmung Umweltschutz in Deutschland jedenfalls gilt gegenüber jedem Staatsträger, dem Gesetzgeber, der Verwaltung und den Gerichten. Das, was das Bundesverfassungsgericht auch ganz klar gesagt hat, ist, es gibt Freiheitsrechte in der Zukunft und ein Recht auf Zukunft, so nenne ich es. Und natürlich werden Gerichte weltweit diese Auffassung auch weiterhin bestätigen, denn es ist einfach ganz klar, Klimaschutz ist Menschenrecht. Und die interessante Frage wird letztlich nicht sein, ob Gerichte das weiter so sehen, sondern ob die Gesetzgeber schnell genug handeln und entsprechend, ich sag mal, ihren Job machen. Denn jeder Gesetzgeber ist im Prinzip im Rahmen der Menschenrechte dafür verantwortlich, Gesetze zu schaffen oder aufzuheben. Und das genau muss der deutsche Gesetzgeber jetzt auch tun, nach der Wahl. Und daran wird er sich messen lassen müssen.
Das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geht zuletzt, beruft sich auch auf den Artikel 20a im Grundgesetz. Was sagt das genau? Das ist eine sogenannte Staatszielbestimmung. Da steht drin, dass die natürlichen Lebensgrundlagen auch zum Wohle der zukünftigen Generationen zu schützen sind. Und das, was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, ist letztlich nur diesen Artikel im deutschen Grundgesetz endlich ernst nehmen. Denn es gibt ihn schon eine ganze Weile und er wurde stiefmütterlich behandelt, hatte, wie wir Juristen sagen, keine operative Wirkung oder wenig operative Wirkung. Das heißt, in der praktischen Handhabung von Verwaltung, von Gesetzgebung hatte er keine Wirkung. Jetzt ist in diesen Artikel oder über diesen Artikel die Ziele des Paris-Abkommens haben Verfassungsrang erhalten und eben auch die juristische Bedeutung dieser Staatszielbestimmung ist gestärkt worden im Rahmen des Grundrechtsschutzes. Und das führt aus meiner Sicht tatsächlich dazu, dass wir uns jetzt, wenn man mal aus Sicht der Verwaltung oder auch des Gesetzgebers auf die Dinge guckt, dann muss man sich umgekehrt rechtfertigen, wenn man nicht Klimaschutz betreibt oder Klimaziele erreicht oder ganz aktiv auf die Treibhausgasneutralität hinwirkt, während man früher sich oft andersrum rechtfertigen musste, ja, kann ich denn in die Rechte von Kohlekraftwerksbetreibern eingreifen? Und das ist schon sehr hilfreich. Und insofern bin ich darüber auch sehr froh über diesen Teil der Entscheidung. Frau Verheyen, Sie haben eine aufsehenerregende Klage geführt gegen RWE im Namen eines kolumbianischen Bauern. Was hat denn bitteschön ein kolumbianischer Bauer mit dem deutschen RWE zu tun? Ja, es ist ein peruanischer Bauer und die Klage läuft noch vor dem Oberlandesgericht in Hamm. Und es ist die, glaube ich, immer noch weltweit erste Klage, die gegen einen privaten Emittenten erhoben wurde, um tatsächlich einen Anteil der Schutzkosten einzuklagen. Es geht da um das Verursachen von Emissionen durch RWE im Prinzip über die gesamte Laufzeit seit der Industrialisierung und die anteilige Verursachung des globalen und damit auch regionalen Klimawandels und der Gletscherschmelze vor Ort in den peruanischen Anden. Und RWE hat mit dem Mandanten von mir dort genau das zu tun. Es hat nämlich ganz erheblich anteilig zum Treibhausgasanstieg in der Atmosphäre beigetragen und ist deswegen verantwortlich für den Anteil der Schutzkosten. Und wir sind da vor dem Oberlandesgericht in Hamm im Moment in der Beweisaufnahme. Und jeder Jurist weiß, dass das bedeutet, dass grundsätzlich das Recht das möglich macht. Wir beschäftigen uns im Moment mit Fragen, wie ist das Haus meines Mandanten wirklich im Risiko, wenn eine Gletscherflut stattfinden sollte? Und dann eben auch mit der Frage, ist die Gletscherrückbildung und der Zustand dieses Gletschersees, um den es da geht, ist das wirklich der Klimawandel gewesen? Das sind zwei Tatsachenfragen. Rechtlich sagt das Gericht, geht das? Die Verantwortung ist da. Und insofern, ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr einen Ortstermin machen und dass das Verfahren dann auch zu Ende geführt wird. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Verfahren gewinnen. Noch viel mehr als vorher, weil einfach die Wissenschaft sich seit Klageerhebung weiterentwickelt hat. Und was das bedeutet, ist klar. Das heißt, dass wesentliche Emittenten anteilig zu ihren Emissionen global an den Kosten des Klimawandels beteiligt werden können. Und das hat natürlich, also aus meiner Sicht, eine wiederum Änderung des Narrativs zur Folge und eine Haftungsbegründung für ganz, ganz viele Betroffene und ganz, ganz viele Unternehmen auf der anderen Seite. Man kann das kritisieren, weil man sagt, das sind ja anarchistische Zustände, wenn jeder gegen jeden klagt. Aber so ist es nicht. Mein Mandant ist für so gut wie nichts verantwortlich und klagt gegen einen der größten Emittenten der Welt. Ja, wir werden sehen, wie das Oberlandesgericht endgültig entscheidet. Und dann entsprechend natürlich das Verfahren weiterführen, beziehungsweise auch den Titel, den wir dann bekommen, auch vollziehen gegenüber RWE. Das heißt, RWE wird hoffentlich in den nächsten Jahren faktisch Geld bezahlen, damit die Gletscherflut in den peruanischen Anden nicht das Haus meines Mandanten trifft. Das ist dann tatsächlich Klimagerechtigkeit. Das könnte dann welthistorische Dimension haben, ein solches Urteil. Denn Milliarden Menschen, von den Kindern haben wir gesprochen, es kommen ja auch Erwachsene noch dazu, mehrere Milliarden Menschen sind davon betroffen. Das könnte letztlich auch wesentlich dazu beitragen, zum Ende der fossilen Weltwirtschaft. Ja, das hofft mein Mandant.
Mein Mandant ist ein spiritueller Mensch, der hat das ja gestartet, das ganze Verfahren mit mir, als, ich sage mal, Klimawandel noch nicht so in aller Munde war, auch in Deutschland nicht. Bei Ihnen natürlich schon, aber ich sage mal, die breite Öffentlichkeit hat ja tatsächlich vor allem durch die Massenproteste von Fridays for Future und anderen jungen Leuten tatsächlich dann mal den Bogen bekommen. Wir führen dieses Verfahren schon seit 2015. Und er hat immer gesagt, es geht hier nicht darum, jemanden als schlecht oder schuldig zu bezeichnen. Es geht darum, dass Gerechtigkeit widerfährt, ihm, seinem Land und natürlich auch, dass RWE einfach erkennt, dass das, was sie tun, mit ihrer Geschäftspolitik schädlich ist. Letztlich lässt sich das dann wieder drehen, umdrehen auf das, was im Moment in den Niederlanden gegen Shell entschieden wurde, nämlich du musst dein Geschäftsmodell so schnell wie möglich aufgeben, ändern, innerhalb der Treibhausgasbudgetgrenzen darfst du nur noch operieren. Und wenn sich das durchsetzt als Erkenntnis global, auch in den Märkten und im Finanzmarkt, dann haben wir viel, viel erreicht, auch für Emissionen, die wir hier in Deutschland vielleicht gar nicht kontrollieren können durch den Gesetzgeber. Ihr Mandant, sagen Sie, ist ein spiritueller Mensch. In allen spirituellen Traditionen, in allen Religionen ist die Sonne immer ein göttliches Symbol. Das ist so bei den Indianervölkern in beiden Amerikas. Das ist so und das war so bei den Kelten, bei uns in Europa vor 3000 Jahren. Das ist heute noch so bei den Aborigines in Australien. Das ist so bei den Maoris in Neuseeland. Überall in allen spirituellen Traditionen ist die Sonne ein göttliches Symbol. Letztlich, glaube ich, werden wir nicht drumherum kommen, nach der atomar-fossilen Zeit ein solares Zeitalter zu organisieren. Würden Sie zustimmen, wenn ich sage, die Lösung steht am Himmel? Ja, natürlich. Und da bin ich ja nicht alleine. Das sagen ja im Prinzip, inzwischen ist das ja Mainstream. Das sagt die Internationale Energieagentur. Ja, also ich denke, natürlich ist Wind auch eine Komponente, wenn man sich die Bedarfsszenarios anschaut, aber die Sonne auf jeden Fall auch. Und das, was zum Beispiel an der Stelle meinen Mandanten bewegt, ist, warum haben wir eigentlich die Verbreitung von solaren, dezentralen Lösungen, auch in Peru und hier in Deutschland, warum haben wir die eigentlich so lange aufgehalten? Und da haben wir wieder dann den Zirkelschluss. Die Subventionen haben dazu geführt, dass die fossilen Energieträger einfach viel zu lange, viel zu billig waren. Und das ist ein Verstoß gegen zentrale Prinzipien des Umweltrechts, gegen das Verursacherprinzip nämlich. Und das hat dazu geführt, dass wir so viel Zeit verloren haben und jetzt in einer Situation sind, wo wir im Grunde mit so wenig Treibhausgasbudget irgendwie unsere Tanker hier noch umsteuern müssen. Die Tanker, die unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft ist. Und das ist wirklich mehr als tragisch. Das, was Sie jetzt gesagt haben, richtig interpretiere, heißt das doch letztlich als Aufgabe für die kommende Bundesregierung. Erstens, raus aus der Kohle so schnell wie möglich. Zweitens, Subventionen für klimaschädliche Produkte abschaffen, streichen. Das wären allein viele Milliarden, mit denen man sehr viel für den Umweltschutz tun könnte. Und drittens, Schluss mit den Verbrennerautos oder den innerdeutschen Flügen und so etwas. Sind das die großen Aufgaben, um dem Karlsruher Gericht gerecht zu entsprechen? Ja, das sind sicherlich einige der Aufgaben, die notwendig sind. Aber vor allem ist es notwendig, das gesamte Recht, das gesamte Zuwendungsrecht, alle Subventionen, alles, was überhaupt da ist, auch im Regulierungsrecht, im Energiemarkt, auf den Prüfstand zu stellen. Und zwar jetzt ganz schnell, denn die nächsten 10 Jahre sind sehr schnell vorbei und wir haben nur diese Zeit. Das sagt das Bundesverfassungsgericht, nicht ich. Wir haben die nächsten 10 Jahre, um umzusteuern. Und diese Verantwortung ist riesig. Und deswegen, wie Sie vorhin sagten, irritiert es auch mich sehr stark, wenn ich einen Olaf Scholz höre, der auf der einen Seite sein Kanzlerdebüt und seine Kanzlerdebütrede mit dem Klimaschutz beginnt und gleichzeitig sagt, wir lassen die Kohle auf jeden Fall bis 2038 laufen. Das heißt, wir Wählerinnen und Wähler werden das letztlich entscheiden, vielleicht in 4 Wochen, wie das weitergeht, nicht? Das ist doch die große Chance, die wir haben in einer Demokratie. Und die Gerichte, die Justiz helfen uns dabei. Passt doch alles wunderbar zusammen, Frau Juristin. Ja, also für mich ist es natürlich auch immer leichter geworden, das, was ich so tue, zu erklären. Denn es ist ja ganz offensichtlich, es gibt kein Problem in der Gewaltenteilung, wenn das Bundesverfassungsgericht selbst sagt, ja, was ihr da hier uns vorgelegt habt, das stimmt.
Hier ist ein Missstand, der muss aufgehoben werden. Ja, dann habe ich ja nicht ernsthaft in irgendeiner Form ein Gewaltenteilungsproblem. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht tut genau das, was es muss, nämlich Leitplanken der Politik und dem Gesetzgeber mitgeben. Und da liegt jetzt die Verantwortung. Und eins muss man ganz klar sagen, jede Klimaklage ist immer nur ein einzelnes Spotlight auf einen Fall und oder auf ein bestimmtes Gesetz, wie jetzt hier. Es kann nie eine allumfassende Lösung bedeuten. Und die allumfassende Lösung, dafür hat der Gesetzgeber in demokratischen Gesellschaften die Verantwortung. Und ich hoffe wirklich tief, dass auch in der CDU, auch in anderen demokratischen Parteien diese Tatsache sich verankert in den Herzen der Leute. Ja? Denn so geht es nicht weiter. Ich habe gelesen, Sie hätten mal gesagt, dass Sie Jura studieren, um für den Umweltschutz und für die Umwelt was zu tun. Geht diese Rechnung auf? Ja, das ist dieselbe Frage, die mir mal gestellt wird. Sind Sie eigentlich jetzt froh oder frustriert? Also ich bin natürlich beides. Also ich bin frustriert über den Zeitverlust, aber ich bin sehr froh darüber, dass ich das tun kann, was ich tue. Das ist ein großes Privileg, sowohl ein Organ der Rechtspflege hier in diesem Rechtsstaat zu sein, hinter dem ich 100% stehe. Das ist ein Privileg, wenn man mal in den globalen Süden schaut oder auch nur nach Osten, dann weiß man, dass das nicht überall so ist. Ich glaube, es ist richtig, immer weiter zu kämpfen. Und eins ist auch ganz, ganz demokratisch an meiner Arbeit. Juristische Fälle gewinnt man mit Argumenten, mit guten Argumenten auf der Basis des Rechts. Und das ist letztlich ja auch das, was Demokratien ausmacht, die argumentative Auseinandersetzung jenseits von Blödsinn, der ja auch verbreitet wird wie verrückt momentan, ja, sondern mit unterlegbaren Fakten und guten Argumenten. Und wenn meine Argumente gut sind, dann gewinne ich. Und offensichtlich sind meine Argumente im Moment besser als die der bisherigen Gesetzgeber. Frau Verheyen, ich danke Ihnen sehr. Wir haben in dieser Sendung selten Juristen zu Gast. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute eine sehr interessante Juristin zu Gast hatten. Bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse an dieser Sendung, an diesem wichtigen Thema. Wenige Tage vor der nächsten Bundestagswahl, wo wir alle mit unserer Stimme das umsetzen können, was von Frau Verheyen uns eben empfohlen hat. Herzlichen Dank. Wie hat ein früherer Bundespräsident mal gesagt, nun wählt mal schön. Vielleicht machen wir das nach dem schönen Motto, Bürger zur Sonne, zur Freiheit. Bedanke mich nochmal bei Ihnen in Hamburg, Frau Verheyen, und bei Ihnen zu Hause. Wenn Sie mögen, jeden Montagabend um 20.30 Uhr hier bei Transparenz TV solch wichtige Zukunftsthemen. Schönen Dank und tschüss.